Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Neue Deutsche Welle 2 Box von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Neue Deutsche Welle 2, lange hat es gedauert, dass ein Nachfolger zu Neue Deutsche Welle released wurde. Jetzt ist es soweit. Die Box in schwarz und weiß gehalten. Und dieses Design zieht sich hier durch auf der Seite. Auf der Rückseite lesen wir nochmal Neue Deutsche Welle 2 von Flair. Auf der anderen Seite ebenso. Und die Unter- bzw. Oberseite ist blank schwarz. Das Ganze ist ein Pappschuber über die Box. Diesen können wir entfernen. Und dann kommt die Box an sich zum Vorschein, die genauso ähnlich gestaltet ist wie auch schon der Pappschuber. Bedeutet, wir haben hier die Logos, dieses Flair-Logo mit dem Adler, oben und unten jeweils nichts. Und nur diese Seite ist im Gegensatz zum Pappschuber ebenfalls unbeschriftet. Und hier lässt sich das Ganze dann aufklappen. Okay, wir haben als Boxinhalt einmal ein T-Shirt, ein Poster, Entschuldigung, eine Autogrammkarte, jetzt das Poster und das Album Neue Deutsche Welle 2. Ihr habt hier in der Box wieder so einen Einleger aus Papier. Dieser ist, ich muss kurz mal schauen, ja, in irgendeiner Weise festgemacht, leicht angeklebt. Da könnt ihr danach dann die CD wieder reingeben. Ansonsten habt ihr hier viel Platz für anderweitiges Material. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Neue Deutsche Welle 2. Hier sehen wir Flair in einer, ja, ich sag mal Jesus-Pose, als würde er am Kreuzer hängen. Neue Deutsche Welle 2 lesen wir hier und hier. Die schwarze Farbe, die hier verrinnt, sehen wir F-L-E-R. Und seine Hände formen, ja, mehr oder weniger Pistolen. Auf der Rückseite haben wir die Tracks. Wir haben Features von Silla, nochmal Silla, Jihad, Sentence und nochmal Jihad und Schizo. Meine absoluten Lieblingstracks von dem Album sind Hipsterhass, Ihr habt uns so gemacht mit Silla und Ein kugelsicherer Jugendlicher. CD2 haben wir auch noch, das sind die Instrumentals und das ebenso wie dein Puffschuber. Und die CD an sich sieht so aus. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere dieses Cover mehr als dieses. Also mir gefällt das einfach mit dem Falken. Gefällt mir echt gut. Neue Deutsche Welle 2 im Super Jewel Case. Wer sich noch an den ersten Teil erinnert, da wurde ja auch viel mit diesem Adler im Artwork experimentiert. Also daher schon stimmig. Neue Deutsche Welle 2, auch hier wieder der Adler zu sehen. Und hier das Ganze in dieser Schrift gefällt mir sehr, sehr gut. Tracklist sind wir bereits durchgegangen. Und dann kommen wir zum Innenleben der CD, des Albums. Hier wieder der Adler bzw. der Falkenkopf. Dann haben wir das Booklet. Schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze aus. Könnte man natürlich auch als Wendecover verwenden. Dann haben wir hier nochmal Flair inklusive diesem Falken und hier die Tracklist inklusive der Infos. Also hier die Tracks einzeln aufgearbeitet mit den Angaben, wer dafür verantwortlich ist. Und ihr seht schon, der Adler zieht sich wirklich quer durch das Booklet durch. Und hier noch die Credits. Alles klar. Dann haben wir die CD an sich, Neue Deutsche Welle 2. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir noch eine zweite CD. Auf dieser, wie gesagt, die Instrumentals. Sieht genauso aus wie auch die normale Album-CD, Neue Deutsche Welle 2.
Und hier hinten nochmal das Logo von Flair. Gefällt mir gut. Pappschuber machen wir wieder drüber. Dann haben wir die Autogrammkarte. Maskulin Official. Official. Maskulin Online Store maskulin.de. Und man sieht hier die Unterschrift von Flair. Und diese Autogrammkarte ist so etwas speziell beschichtet. Also es dürfte mit einem Filzstift oder so gemacht worden sein. Und man sieht hier schon, dass die Schrift sich teilweise aufgelöst hat. Ja, sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Das Ganze wäre natürlich vielleicht mit dem Edding oder so besser gewesen. Aber man kann es auf jeden Fall noch erkennen. Und der Schriftzug ist noch großteils vorhanden. Schöne Autogrammkarte. Rückseite blank schwarz. So muss das sein. Dann haben wir das Poster zum Album. Dieses einseitig. Und hier haben wir nochmals Flair mit diesem Greifvogel abgebildet. In einer Lederjacke. Und hier speziell beleuchtet wieder dieser Flügel, so in Blau, also hat auf jeden Fall was. Und Flair natürlich auch mit blauen Augen. Na, ist auf jeden Fall ein stimmiges Bild, schönes Plakat. Kann man sich, ein schönes Poster, kann man sich gut aufhängen. Okay. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box das Flair T-Shirt. Da muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir extrem gut. Also normalerweise, wenn irgendwo ein Schriftzug oder sowas eines Rappers auf dem T-Shirt abgebildet ist, bin ich so der Fan, wenn jetzt irgendwie der Name so über die Brust steht, und das ist meistens relativ einfallslos gehalten, aber gerade mit diesem Adler, erinnert mich immer sehr stark an den Frankfurter Adler, aber generell muss ich sagen, das sieht echt, echt gut aus, und auch wenn es klassisch oder schlicht in schwarz-weiß gehalten ist, gefällt mir dieses T-Shirt extrem. Und wenn man mit Flair halbwegs etwas anfangen kann, dann denke ich, dass man dieses T-Shirt auf jeden Fall anziehen kann. Dann haben wir es hier zu tun mit einem Fruit of the Loom in Größe L. Das Ganze hat 100% Baumwolle und wurde hergestellt in Marokko. Alles klar. Wir schauen uns nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier groß in weiß den Schriftzug bzw. den Adler über die Brust. Flair lesen wir hier. Ansonsten das T-Shirt komplett in schwarz gehalten. Und das sieht auf jeden Fall gut aus. Kann man meiner Meinung nach gut tragen und werde ich definitiv auch mal anziehen. Und wie immer fassen wir am Ende zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L, dann das Poster im Querformat, die Flair Autogrammkarte und das Album im Pappschuber. Also welches Cover ihr dann wählt, ist natürlich euch freigestellt. Ja, das alles in dieser Box. Und diese Box hat ebenfalls einen Pappschuber, wobei dieser vom Design her exakt der gleiche ist. Also, das alles in dieser wunderbaren Box. Wie gesagt, wenn ihr Flair feiert, wenn ihr mit der Musik was anfangen könnt und den Künstler unterstützen möchtet, findet ihr die Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.